Alter, was? Level 29? Ach du Scheiße. Muss ich jetzt mal aufpassen. Oh oh, das könnte knifflig werden. Aha. Mäusefreunde, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Leuchtende Perle mit der Nuzlocke Challenge. Ihr seht schon richtig, wir sind hier wieder im Untergrund unterwegs, denn ich möchte tatsächlich doch noch entgegen meiner Worte vom letzten Mal zumindest auch mal die Aufgabe vom Untergrund mal mir ein bisschen angucken. Deswegen bin ich auch direkt hier unten. Ich habe mir quasi schon einen Platz ausgesucht, wo ich meine Basis aufbauen will. Und zwar quasi hier unter dieser Wasserbasis oder unter dieser Wassergrotte. Einfach aus dem Grund, weil wenn ich mir hier jetzt hier die Karte mal öffne, das ist zumindest in dem Gebiet, wo wir gerade sind, ein recht zentraler Ort, den ich jetzt auch betreten konnte, ohne jetzt irgendwie eine neue Höhle zu betreten, sagen wir mal so. Und deshalb wird es wohl hier einfach mal werden. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ihr wisst ja vielleicht schon mehr, ich denke mal, man kann auch andere Einwegbohrer finden irgendwann und quasi seine Basis nochmal woanders platzieren. Weil ich jetzt richtig zufrieden bin, ich damit jetzt auch nicht, muss ich gestehen, ich würde halt auch schon lieber irgendwie... Ich werde lieber nochmal richtig umgucken, aber wie gesagt, da die Aufgaben so ein bisschen im Fokus stehen, werde ich jetzt hier einfach meine Basis aufbauen. Ich wollte hier echt da links nebenbauen, aber gut. Ist egal. Dann schau doch mal rein, oder? So, ich muss da. Ja, ich will sie betreten. So. Was ist das denn hier? Statue platzieren. Ah. Ja, eine Papyrus-Statue nur, ne? Bisher. Wollen die mal hier hinstellen? Ja, komm, machen wir einfach mal. Bumm. Oh, die ist vier Felder groß und nicht nur zwei. Okay, ja. Wahrscheinlich ist dann ein Panflamm, wenn man dazu will. Nur ein Feld groß, ne? Ich sag, du kommst einfach hier hin, Kollege. Hier hin, zack. Bestätigen. Beenden. Köchchen, achso. Achso, guck mal, solches Rot hier. Statuen-Effekt. Pokémon vom Typ Feuer erscheint klein wenig häufiger. Okay, cool. Gehen wir wieder raus und ich würde, bevor ich jetzt abhaue, hier wieder sagen, ihr kloppt mir nochmal ein paar Wände auf. Ganz schnell, weil da gibt es ja doch recht gute Sachen manchmal drin. Oh, ein Dictree? Gibt es sogar ein Dictree? Da leuchtet's, okay. Gott, da müsste hier nicht was leuchten, ja, komm. Aufkloppen bitte. So, sehr schön. Wir nehmen mal den richtigen Hammer hier. Kloppen hier mal alles auf so ein bisschen. Da ist Granit drunter. Wie das heißt. Auf jeden Fall ist es da sehr hart drunter. Da ist was, so. Das will ich doch haben. Bumm, so. Ich hab mir gerade gesagt, wie viele Sachen hier unten liegen irgendwie jetzt gerade. Oh, da ist noch was. Bong. Das ist ein Beleber, ne? Den kann ich direkt wieder wegschmeißen. Da haben wir noch was. Schönes. Was ist das für? Ist das so eine Sphäre, von der wir gehört haben? Schau mal, gibt es hier noch mehr drunter. Oh, das war jetzt blöd. Okay, wann stürzt ein? Eine Sache haben wir wahrscheinlich gefunden oder zwei. Ich glaube, da steht da mal, wie viel man finden kann oder so, ne? Beleber brauchen wir nicht. Purpus wäre es, okay. Und diese Kiste halt, wo wahrscheinlich wieder eine Statue drin ist, eine Edelsteintruhe. Ist das eine Geistertruhe? Das ist wie das Geistersymbol oben. Ja, okay. Gengar-Statue, alles klar. Sehr schön. So, ich weiß übrigens immer noch nicht, was mit diesem 40 da auf sich hat. Können wir vielleicht auch noch heute herausfinden, dann, dass wir irgendwie mal ein bisschen rumlaufen. Oder ich sammle ein paar Sachen und dann cutte ich dadurch ein bisschen. Weil das will ich schon gern wissen. Da ist was. Da direkt das nächste Ding. Aufmachen bitte, danke. Kommen hier drunter. Da ist noch was, zack. Sind hier keine Box drunter diesmal? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Hier oben vielleicht. Okay, da ist nichts drunter gewesen, jetzt schade. Ja, das wäre S. Purpus wäre L. Die ist auf jeden Fall viel größer. Und Indigus wäre S. Sehr schön. War hier nicht sogar eine Höhle jetzt? Ja, okay. Sollen wir mal kurz die Höhle da erkunden? Was das für Typen lauern? Übrigens wollte ich noch was sagen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal nicht richtig zu Ende gesprochen. Ich wollte noch gesagt haben, dass ich, ja, euch so ein bisschen mitentscheiden lassen, wie viele Encounter wir hier mitnehmen sollen. Weil eigentlich könnte man ja sagen, pro Höhle, die einen anderen Namen hat, weil wir haben ja jetzt diese Wasserlaufgrotte, wie die hieß, gefunden. Das hier ist jetzt eine Großgrotte, wo scheinbar Käfer drin leben. Gibt's noch was anderes? Oder generell irgendwie Gift-Pokémon kann auch sein, keine Ahnung. Und ja, ich will jetzt hier nichts encountern erstmal. Ich, wie gesagt, ihr könnt mir da gerne mal eure Meinung zu sagen, ob ich jetzt für jeden Typen quasi oder für jede Höhlenart 1 mitnehmen soll.
Oder eher nicht. Da klopfen wir auch noch auf eben. Und ja, wie gesagt, dann richte ich mich danach vielleicht. Und falls jetzt wieder da stand was, wie viele Sachen hier so unten sind. Shit. Das ist die Käferbox, oder? Da haben wir hier noch was drunter. Sieht aus wie Granitstein. Das waren alles. Okay, alle drei Sachen gefunden. Das ist cool. Dass dann auch wirklich alles sofort aufhört. Granitstein, genau. Indigosphäre S. Und die Käferbox. Käfertruhe. Was hat da Schönes für ein Pokémon drin? Lass mal gucken. Ein Burmadame. Burmadame-Statue, genau. Perfekt. Da bringt mir nur nicht viel, die hier zu platzieren, ne? So, ich würde sagen, wir gehen dann wieder nach oben an die Oberfläche. Ja, ihr habt ja gesehen, es gibt ja abgeschlossene Abschnitte immer jeweils. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt nach Jubelstadt gehen würde, oder nach Zweibaddorf oder was weiß ich, also in unserer Heimatstadt, dann würde ich wahrscheinlich auch in einen anderen Bereich da unten kommen, unten links. Aber egal. Oh, du hast eine geile Basis errichtet. Bravo. Und ich hatte schon befürchtet, das wäre zu schwierig für dich. Sehr gute Arbeit, wirklich. Dafür gibt es eine Belohnung von mir. Flottbälle, cool. Und Finsterbälle, Tauchbälle, geil. Wie der Name schon vermuten lässt, kann ein Einwegbohrer nur einmal verwendet werden. Falls du deine Gabe jetzt mal verlegen willst, kannst du im unteren Sphärengang neue Einwegbohrer eintauschen. Oder so, so geht's auch. Also dann, zu deiner nächsten Aufgabe. Achso, ja. Du hast jetzt zwar eine Geheimbasis, aber sie ist noch völlig trist und leer, nicht wahr? Doch keine Sorge, du kannst deine Geheimbasis nämlich nach Belieben Statuen dekorieren. Nur mit Statuen? Das ist aber schade dann. Weil früher kommt man da, glaube ich, wie in Rubin Saphir Smaragd, glaube ich, eine richtige Basis draus machen mit Möbeln, Deko, alles drum und dran, ne? Nur Statuen wäre echt ein bisschen schade und drum, ehrlich jetzt. Ja, nicht so, ist es also, eine Statue deiner Geheimbasis aufzustellen. Hab ich schon. Oh, du hast deine Geheimbasis dekoriert, geil. Ich wusste gleich, dass du ein hervorragender Höhlenforscher bist. Das hast du alles sehr gut gemacht. Hier ist deine Belohnung. Ecksockel XS? Was? Oh, du hast dich wirklich wacker geschlagen. Dies soll meine letzte Aufgabe für dich sein. Im Untergrundhöhlen sind außer dir noch viele andere Menschen unterwegs. Das bedeutet auch, dass dort noch viele andere Geheimbasen versteckt liegen müssen. Meine letzte Aufgabe für dich ist es, eine fremde Geheimbasis zu betreten. Mach dir Versuche, schau dir gut an, wie andere ihre Geheimbasen so dekorieren. Das heißt, ich muss wahrscheinlich eine Online-Verbindung jetzt aufbauen, ne? Einmal. Dann machen wir das doch. So, unten hin. Online-Verbindung einfach mal. Ja, komm, eintreten. Und ich jetzt auch mit Passwort machen könnte, aber ist mir scheißegal. Ich will einfach nur eine Geheimbasis finden dafür jetzt. Mehr mache ich jetzt auch erstmal nicht. Und dann können wir ja nochmal kurz gucken. Wie schon gesagt, hier mit den witzig Dingern. Das war eine Geheimbasis, ne? Ich denke, ich ziehe auch eine Geheimbasis von anderen Leuten. Oh, da war was eben. Hier. So, das, ah, hier ist doch, guck mal. Hier ist die Geheimbasis von Amorski. Amorski oder Amorsky, ich weiß es nicht. Falls du dir hier zuguckst, sag mir gerne, wie es ausgesprochen wird. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mal, aus welchem Land der oder diejenige kommt. Ich sehe ja jetzt auch keine Figur hier. Ob es jetzt ein deutscher Zuschauer sein könnte, tendenziell, der hier auch nur andersweise versteht, keine Ahnung. Statueneffekt. Vom Typ Gift erscheinende Pokémon. Ja, macht Sinn, ne? Hier Pion Draghi und Tentoxa. Da noch Butalanda, auch cool. Und Schnurgas, okay. Die finde ich jetzt nicht so prickelnd, okay. Dann nehmen wir einmal Dick dann mit. Oh komm, wir kloppen meine Wand auf zumindest mal hier. Da, die. Hast cool gemacht. Weil quasi der Touchscreen ist ja jetzt weg. Zumindest wenn man auf der Konsole spielt. Trabekte wohl gefunden. Da war schon das erste. So, das kloppen wir jetzt so auf. Ist das Typ Boden oder was? Hier haben wir was. Und das ist das dritte Ding. Perfekt. Du hast alles ausgegraben. Sehr schön. Ja, das wäre es, Indigosphäre S und eine, ich glaube Boden, würde ich sagen, Boden Edelsteintruhe. Mal gucken, welches Pokémon drin ist. Kann natürlich auch Gestein sein, je nachdem. Ne, okay, Hippoterus. Oder Hippoterus. Ja, und damit gehen wir wieder nach oben, ne, obwohl. Rufen? Hä, was soll das heißen, rufen? Ich spreche mal lieber noch mit einem. Hast du kleines Wehren? Dann können wir tauschen. Deko, ach so, es gibt doch Deko-Objekte, oh. Ach, diese Socke sind das, okay. Und TM, oh, Alter, was? Welche TM? Schleuder, Aufbereitung, Steinpolitur, Donnerwelle, Angeberei. Leute, ich glaube, ich kann schon darauf einstellen, dass wir vielleicht auch hier auf YouTube, vielleicht aber auch Twitch, genauso,
auch ein paar Streams mal machen hier und einfach hier ein bisschen abhängen im Untergrund. 10 grüne Sphären brauche ich dafür. Ja, Sphären, ich habe 3. Toll. Nö, okay. Aber ich glaube, man kann hier sehr viel machen. Ich gehe mal wieder an die Oberfläche zurück. Ich glaube, das war ja alles. Ne? Ich sollte eine Geheimbasis finden. Gucken, wie andere ihre Geheimbasis dekoriert haben. Ich kann meine Geheimbasis aber auch größer vorgeführt, aber wahrscheinlich, weil meine Statue vorne war, stand und auch kleiner war, ne? Das waren ja 4 große Statuen. Oh, ich kann deinem Gesicht ansehen, dass du meine Aufgabe gemeistert und die Geheimbasis von jemand anderem gefunden hast. Gut gemacht, hier ist deine Belohnung. Und Sockel M, Trapezsockel S. Statuen, die man in seiner Geheimbasis platzieren kann, haben rätselhafte Effekte. Kannst du sogar in der Geheimbasis anderer Leute Effekte borgen. Stimmt, ich konnte die aktivieren, die Gift, den Gifteffekt. Nur keine falsche Bescheidenheit. Lern dir so viele verschiedene Effekte aus wie möglich. Wie gesagt, das können wir gerne mal machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wie gesagt, falls das auf Twitch stattfindet, dann folgt mir auch gerne auf dem Twitch-Kanal. Der Link ist in der Beschreibung. Das dazu. Wir gehen jetzt aber nochmal runter. Hatte ich ja schon gesagt, warum. Wir erkunden jetzt nochmal so ein paar Höhlen da, die da noch ringsherum waren. Und dann laufe ich ein bisschen rum. Und ja, wir kloppen jetzt bald noch hier Wände auf jetzt, die direkt hier unten sind. Direkt hier unten, wo ich jetzt gerade auftauche. Mann, hab ich schon Bock gerade, ehrlich. Auch wenn das vielleicht eine verschwendete Folge ist heute. Kann ich mir vorstellen. Käfer wieder, ne? Ist hier irgendwo was? Das Granit wieder oder irgendwie? Oder dieses harte Gestein runter auf jeden Fall, weil ich nicht wegkriegen kann. Aha. Bong. Ach so, das waren nur 2 Sachen. Aber eine große Sphäre ist das diesmal, ehrlich. Nigosphäre L. Und wieder eine Käferbox. Das heißt, wir können quasi den Käfereffekt aktivieren. Oh, nochmal eine Boomerang-Statue, okay. Doppelt gemoppelt hält besser, wa? Schade. So, dann gehen wir jetzt einfach mal hier rum. Die anderen Sachen lasse ich jetzt einfach da offen. Wird's auch egal. Hier erstmal gucken, was unten ist. Ich muss mich da auch gleich durchschlängeln, ne? Irgendwie shit. Weil ich will ja keinen Pokémon encountern. Oh, ein Schlurp. Gut, Kleinstadt, also. Letzten Pokémon, den ich schon encountert habe, ist das egal, weil, Ach, Hollow habe ich auch schon. Mal weg da. Hallo. Muss man da weg? Nee, durch. So, das ist dann scheinbar. Wie hieß die Höhle? Großgrotte auch. Okay, Großgrotte war auch vorhin die eine Grotte schon, ne? Meine ich. So, ist das natürlich hier Kadikta oder was? Kloppen wir hier einfach nochmal auf und dann würde ich gleich sagen, wir gehen, oh. Wenn ich gleich genug gesehen habe hier erstmal, dann sammle ich die 40 Punkte da und dann gucken wir mal, was das alles macht. Ist das Eis? Jo, das ist eine Eisbox. Sind auch 2 Sachen drin gewesen, ne? Aha, da ist es. Zack, alles ausgegraben. Das ist schon cool gemacht, muss man sagen. Ein bisschen was von Schiffe versenken, irgendwie habe ich das Gefühl. Weil man die Sachen ja finden muss. So eine Eistruhe. Gib mir mal bitte irgendwie ein Vier. Frostdatsche sogar noch besser. Ich wollte gerade 4 und Tor sagen. Die männliche Variante quasi davon. Aber das ist auch cool. So, da haben wir den ersten Punkt. Wir gehen nochmal hier in die linke Höhle rein, würde ich sagen. Und den Rest, den decken wir dann irgendwann anderes mal auf. Weil ich kann ja jetzt hier gut rumlaufen, ein bisschen, ne? Die Bunkel. Das war wie so ein Wasserlaufgrotte, ne? Aber da muss ich dann auch echt aufpassen, ne? Wo ich dann Pokémon encounter, was für Pokémon ich encounter. Flussufergrotte, das ist eine neue. Aha. Armelin, haben wir. Schon ein Riesenpilz ist hier drin, okay. Knospi haben wir auch schon. Also es gibt auch viele Pokémon, die. Alter, hau ab. Wow, 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 wow. Alter, sind die alle hinter mir? Guck ich das mal an. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich mache mal die 40 Punkte voll irgendwie. Lauf jetzt hier noch ein bisschen rum. Weil ich wirklich wissen will, was das zu bedeuten hat. Da war ein Dick da sehr gut und dann melde ich mich wieder, sobald wir die 40 voll haben. So einfach. So, Freunde, ich habe hier hinten, also quasi ganz am Ende dieses Untergrunds, wo wir uns gerade befinden, eine Riesenhöhle gefunden, eine Riesengrotte. Da möchte ich doch mal reingucken, jetzt mal gemeinsam mit euch. In die Klippengrotte. Ist die einfach nur besonders groß oder ist die auch ein besonderes Pokémon? Komme ich da irgendwie in die Mitte rein?
Ja, kommt man. Tatsächlich. Das ist ein Onyx, das ist ein Item, aber auch, das möchte ich haben. Oh, okay. Vielleicht aber auch nicht. Oh! Was ist das für eine riesen Statue hier, die ich hier gerade gesehen habe? Damit bin ich hier eingekesselt oder was? Kann sich mal bitte einer von euch jetzt da verziehen? Da bestimmt noch von links rein, oder? Ein Pion Scorer vorbei. Das jetzt auf einmal weg ist scheinbar. Oh oh. Okay, Onyx haben wir ja zum Glück schon gefangen. Ist kein Drama. Bin auch gespannt auf dem Level, den ist das. Ja, ihr habt jetzt gerade auch schon gesehen. Ich bin jetzt, glaube ich, schon fast 20 Minuten unterwegs. Alter, was? Level 29? Ach du Scheiße. Muss ich jetzt mal aufpassen. Oh oh, das könnte knifflig werden. Du bist kein Flug-Pokémon, hoffe ich. Ach du Scheiße. Schön wäre, wenn ich jetzt mit einem Schlag killen könnte, weil jetzt ist die Verteidigung noch gesunken, das ist nicht so geil. Jetzt in Sandkrab gefangen, jetzt kann ich mich mal nicht mal mehr auswechseln, scheiße. Okay, sehr, sehr gut. Junge, 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 ein Volltreffer war es, sehr gut. Danke, Skipper. Dich ist Verlass. Das gibt jetzt ordentlich EP, oder? Ja, kein Level Up, aber gut EP gekriegt. Aber man kann ja also scheinbar gut trainieren. Da muss ich mir halt echt überlegen, ob das was für den Nuzlocke ist hier. Hier jetzt so viel unten rumzuhängen. Schockwelle noch gefunden, sehr gut, Freunde. Ich würde eh sagen, jetzt haben wir das Item hier gesehen. Was ist das für eine Statue, Alter? Sieht ein bisschen aus wie ein Bolterus, finde ich persönlich, aber kann ich auch nicht richtig erkennen. Ah, sicher ist es scheinbar nur eine größere Grotte. Ob jetzt hier irgendwie seltene Pokémon auftauchen oder seltenere Pokémon. Ob die hier einfach nur stärker sind, wie das Onyx zum Beispiel. Keine Ahnung. Und konter möchte ich hier noch nichts. Wie gesagt, da möchte ich auf eure Meinung warten und ich sammle jetzt mal weiter Dicta ein. Das dauert ganz schön lange, muss ich sagen. Ich habe erst 15 von 40. Wie gesagt, 20 Minuten schon gut hier rumgelaufen. Wobei jetzt nicht ständig ne, hier noch, nur noch Dicta gesucht, muss ich dazu sagen. Aber ja, wird schon, Freunde. Wir sehen uns wieder, wenn ich 40 voll habe. Wow! Ich habe hier gerade eine Luxus-Standtruhe gefunden. Also ich werde es wahrscheinlich eher eingeblendet haben. Eine Drachentyp scheinbar. Und das ist eine Butananda-Statue, die aber andersfarbig aussieht. Die hat quasi auch wie so ein Schiller-Symbol. Oder Schein-Symbol hinten dran, ne? Unter dem Namen. Okay, das ist interessant. Aber ja, ich habe erst 20 von 40 Punkte, Freunde. Deswegen mach ich mal weiter. So, meine Freunde, dieses Stick da, jetzt wo das Funkeln da ist, ist das letzte, das wir brauchen für die 40. Unterhalb scheint jetzt einige tolle. Was? Jetzt scheint es mehr zu geben oder was? Okay, das ist also vielleicht einfach nur so ein Ding, womit man dann mehr Sachen oder seltene Sachen finden kann oder wie. Okay, dann ist es jetzt vielleicht. Mal gucken, was man daraus jetzt bekommt. Vielleicht auch ein Fossil mal. Das habe ich jetzt hier. Instant Fossil oder was? Habe ich noch nicht gefunden hier bisher. Tatsächlich. Okay. Also muss man scheinbar, zumindest das ist jetzt meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ihr könnt mich da gerne eines Besseren belehren, wenn ihr da mehr drüber wisst. Schon. Muss man scheinbar diese 40 voll machen, um ein Fossil kriegen zu können. Was aber eine coole Sache ist, weil da macht es halt wirklich Sinn, die ganze Sache auf sich zu nehmen. Ist hier noch irgendwo was runter? Nicht so aus. Und weckt. So, eine Sache nicht gefunden, aber ist egal. So, wir haben da ein, ich glaube, ein Schildfossil gefunden. Ein Panzerfossil, Entschuldigung. Da, womit wir aber, glaube ich, ein Schildrus kriegen können, was dann im Grunde unser Fossil-Encounter ist und Luxus-Steintruhe wieder beginnt zu leuchten. Das sieht wieder nach einer grünen Statue aus. Eine Meditale-Statue, cool. Ja, gut, ich gehe jetzt nochmal die zwei Punkte da hinten abklappern, würde ich behaupten. Und dann, ich würde fast sagen, das war's für heute, Freunde, ganz ehrlich. Ich kann jetzt echt schlecht einschätzen, wie lang die Folge ist. Da haben wir quasi nochmal so ein Untergrund-Spezial heute gehabt. Ist vielleicht eine verschwendete Nuzlocke-Folge, ich weiß, weil nichts mit der Challenge an sich zu tun hat. Aber ich war jetzt einfach mal neugierig wegen dem Untergrund. Wollte ein bisschen erkunden hier. Und ja, wir werden gleich noch gucken, was ich alles gefunden habe. Es hieß ja, es ist also im Beutel, ne, direkt, welches ich gefunden habe, ne? Ja, so eine Käferbox. Die leuchtet auch, glaube ich, ne? Oh, hier ist noch drunter, wartet mal. Was ist das denn? Alles ausgegraben, okay, die zwei Sachen waren's. Stimmt, es waren zwei Objekte.
dieses Jahr. Mondstein? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es Mondstein ist. Aber scheinbar findet man, also man scheint auch bessere Truhen zu finden an sich, weil ich habe jetzt zwei Truhen, zwei gute in Folge gefunden. Eine Burmi-Statue schillernd scheinbar, also ich sage jetzt einfach mal schillernd. Ob es wirklich schillernd heißt oder wie der richtige Fachbegriff ist, keine Ahnung. Aber es sieht aus wie dieses Schiller-Symbol halt, was man auch bei schillernden Pokémon sieht. Also bei Shinies, von daher. Aber ist der Begriff nicht so falsch. Ich mach auf da, ist das eine normale Box? Mach auf hier. Was die zwei Sachen, die hier zu finden waren. Ich glaube, man kann diese Luxustruhen schon erkennen, wie die, ob es jetzt um das Symbol herum glitzert oder nicht. Weil es auch wieder eine Luxussteintruhe. Das ist halt cool gemacht, dass man das quasi auf den ersten Blick erkennen kann. Eine Bonera-Statue, cool. Doch, auch gerne mit. Haben wir noch irgendwie hier einen Punkt, den wir mitnehmen können, weil, wie gesagt, wenn ich die Folge heute hier beende. Eigentlich hatte ich noch vor, in die Villa zu gehen, weil wir haben ja jetzt einen Zerschneider. Aber vielleicht machen wir das beim nächsten Mal oder wir gehen einfach weiter zur nächsten Stadt, mal gucken. Aber jetzt komme ich hier noch ein paar Sachen auf und dann. Ja, dann reicht das für heute, ganz ehrlich. Ich bin jetzt dann. In der Aufnahme bin ich da fast eine Stunde. Ich habe wahrscheinlich eh das meiste rausgeschnitten. Aufmachen, bitte. So, haben wir wieder eine Kampfbox. Hier waren vier Sachen versteckt, ne? Da ist was. So. Ihr könnt mir vorstellen, hier ist vielleicht noch was in. Nee. Hier im Eck auch nicht. Hier drunter vielleicht? Nö. Nö. Hier drunter? Ja, wo ist denn hier noch was? Muss doch noch irgendwo was sein. Okay, nicht gefunden, schade. Aber macht ja nichts. Das war das wieder eine Luxus. Bestimmt eine Luxustruhe wieder, oder? Ja, natürlich. Wieder eine vom Typ Kampf. Wieder Meditalis? Nein, Machomai. Oh, cool. Ich glaube, Kampf-Pokémon können wir jetzt ganz gut schon suchen. Wenn man danach geht und die Dicker scheinen auch nicht mehr aufzutauchen, was ganz gut ist. Ah! Das hält immer eine gewisse Zeit nur, okay. Da könnt ihr auch mal testen, ob wir jetzt immer noch eine Luxustruhe kriegen oder nicht, weil falls nicht, dann gehe ich davon aus, dass mit dem Ding kriegt man dann eine. Oder hat man eine höhere Chance auf eine Luxustruhe. Eine Luxussteintruhe. Da kann man dann relativ safe sagen, dass das so ist. Oh, hier ist halt auch was. Mal. Zack. Nochmal aufkloppen da, zack. Wow, keine Truhe diesmal, okay. Nur Sphären. Okay, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Wobei doch, ich hatte vorhin eine, da habe ich dann letztendlich gefunden. Und da war gefühlt auch keine Truhe dabei. Von daher, okay, wenn nicht immer eine Truhe dabei ist, dann ja, okay. Ist jetzt natürlich nichts, womit wir verifizieren können. Aber wir gehen jetzt wieder an die Oberfläche. Ich habe jetzt hier genug Zeit verbracht. Wie gesagt, jetzt, ich glaube insgesamt 40 Minuten bin ich jetzt hier unten gewesen. Hab dafür jetzt so ziemlich in dem Eck alles erkundet, hier von ewig genau aus. Ich glaube, den Typen, da haben wir jetzt alle Aufgaben schon abgeschlossen gehabt, ne? Oder? Jetzt habe ich alles gekauft, was ich weiß. Aber da du so wissenst, dass ich bist, vielleicht noch ein kleines Geheimnis mit dir zu heilen. Außer auf der Stadt suchen wir eine Stelle gesehen, die in einer anderen Farbe funkelt. Da kann man auch tiefer in die Wand graben. Dieses andersfarbige Funkeln erscheint wohl, wenn man gemeinsam mit anderen spielt. Solltest du fündig werden, bekommst du einen seltenen Sockel von mir. Ja, okay. Entweder muss ich da online spielen oder keine Ahnung, ne? Können wir vielleicht wirklich mal in einem Stream aussetzen, aber ich würde halt tatsächlich sagen, Freunde. Was ist unser nächstes Ziel? Reise auf dem Radweg nach Süden, dann machen wir das wahrscheinlich auch. Vielleicht nehmen wir die Villa noch mit, ganz schnell, keine Ahnung. Ich werde mir das bis zum nächsten Mal überlegen. Aber an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Welche heutige Folge gefallen hat, so überflüssig wie für die Nuzlocke Challenge an sich auch war, muss ich ja zugeben. Würde ich mich noch freuen, wenn ihr noch einen Daumen nach oben da lasst. Und weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.